Mein Name ist Roland Gerber und ich bin seit 2010 beim Fraunhofer IBIS in Kassel in der Gruppe Elektromobilität tätig. Ich bin Markus Landau. Seit 2009 leite ich die Gruppe Elektromobilität am Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik, kurz IBIS, am Standort Kassel. Im Rahmen des DEVALE-Projektes habe ich die messtechnische Ausrüstung der Fahrzeuge durchgeführt. Weiterhin wurden dann diese Fahrzeuge auf dem Rollenprüfstand untersucht und die Ergebnisse ausgewertet. Dabei haben uns bestimmte Fragestellungen besonders interessiert. Wie verhalten sich Fahrzeuge im Betrieb? Welche Energieeffizienz tritt auf? Wie verhält es sich mit induktivem Laden? Haben wir dort Unterschiede in der Effektivität? In einer Abfolge von Fahrten und Batterieladungen erreichen wir Ergebnisse. Durch eine geschickte Abfolge können so eine Vielzahl von Informationen über das Systemverhalten gewonnen werden und dies reproduzierbar. Im Rahmen des Projektes haben wir 8 Straßenfahrzeuge getestet, darunter ein Elektrobus und unterschiedliche Sonderfahrzeuge, die auf dem Fraport Flughafen in Frankfurt eingesetzt werden. Neben Fahrzeugen mit reinem Batterieantrieb testen wir auch Fahrzeuge mit hybridem Antrieb. Dies sind Fahrzeuge, die neben der reinen Batterie auch noch einen weiteren Treibstoff an Bord haben, beispielsweise Benzin. Die Stärken der Technologie liegt darin, dass eine lokale, emissionsfreie Mobilität möglich ist. Ein heutiges Elektrofahrzeug braucht ca. 20 Kilowattstunden Energie auf 100 Kilometer. Das entspricht einer vergleichbaren Energie von 2 Litern Kraftstoff. Unsere Untersuchungen bezwecken, dass wir Elektromobilität verbessern und sie vom Kunden besser und schneller akzeptiert wird. Wenn wir den Kunden Fahrzeuge mit einer ausreichenden Reichweite und eine gute Ladeinfrastruktur anbieten werden, dann wird Elektromobilität sicherlich die Zukunft gehören.